Im heutigen Video geht es um die Rallye der letzten 7 Monate an der Wall Street. 7 Monate hintereinander mit positiven Monaten für die US-Indizes. Dann geht es um das Tapering. Das hat gestern ein bisschen vor allem den DAX belastet. Und es geht um die Wirtschaft. Die ist auch irgendwie derzeit belastet, aber eins nach dem anderen. Starten wir mal mit dem Tapering. Das hat gestern dem deutschen Leitindex etwas die Laune verdorben. Auf Niveau von 16.000 Punkten gestartet, dann deutlich zurückgefallen. Alles kein Beinbruch, aber irgendwie wollte man das nicht hören, was gestern die Herren Holzmann aus Österreich und Knot, beides EZB-Mitglieder, Knot Holländer, gesagt haben. Beide ziemlich hawkisch, ja grundsätzlich unterwegs, neben dem deutschen Weidmann. Und da sagte man, ja, guckt man sich mal die Inflation an, dann müssen wir langsam hier ein bisschen den Fuß vom Gas nehmen. Und das ist das, was den geneigten Investoren nicht so fürchterlich schmeckt. Deswegen hat heute EZB-Vize de Guindos mal versucht, das ein bisschen runter zu spielen und gesagt hat, ja, die Inflation, die wird in diesem Jahr noch steigen, aber 2022 gehen wir davon aus, dass das Ganze dann wieder sich normalisiert. Man muss da auf Zweitrundeneffekte achten und es sei doch klar, dass jetzt eine bessere Wirtschaft der Fall sei, als sie zuvor erwartet. Also er versucht so ein bisschen diese ganze Geschichte runterzukochen, damit die Märkte sich nicht Sorgen machen müssen, dass das sehr schnell passiert mit dem Tapering, also der Reduzierung der Anleihekäufe. Unterdessen erreichte die Bilanzsumme der EZB ein neues Allzeithoch mit 8,191 Billionen Euro, damit 80% fast des BIPs der Eurozone. Irgendwann besteht das BIP der Eurozone nur noch aus der Bilanz der EZB, könnte man vermuten. Die Fed ist bei bescheidenen 37%, Bank of England bei 39%, nur die Japaner sind uns ein Stück voraus mit 133%. Und in dieser Situation, da meldet sich die deutsche EZB-Mitglied, Isabel Schnabel zu Wort und sie sagt, ja, also hier die existenzielle Bedrohung durch die Klimakrise, da müssen wir, können wir als Notenbank, als Zentralbank nicht an der Seitenlinie stehen, da müssen wir aktiv mitmachen. Ja, sicher, gell? Vielleicht sollte man dann auch mal für den europäischen Sprachgebrauch die EZB beauftragen, nicht? Das wäre sinnvoll. Wir sind alle für Klimaschutz, überhaupt keine Frage. Aber was da passiert, ist ein Übergreifen des Mandats der EZB, die soll die Geldwertstabilität sichern. Basta, das ist der Auftrag. Jetzt will man Klimapolitik mitbestimmen durch Regulatorik, durch Bürokratie. Und faktisch ist es ja wieder Planwirtschaft, die da passiert, statt die Wirtschaft ein bisschen dieses Problem mal angehen zu lassen, freie Märkte dieses Problem angehen zu lassen, haben wir eine Institutionalisierung, eine Bürokratisierung. Und die EZB fühlt sich jetzt für immer mehr Bereiche zuständig, für die sie null Legitimation hat, diese Behörde ist nicht demokratisch gewählt, hat dementsprechend da nichts zu suchen, nach meiner Auffassung. Es zeigt die Anmaßung, es zeigt das Übergreifen, zeigt das Übergriffige der EZB derzeit, nicht nur der EZB, das ist ein Trend, der ja generell passiert. But let's come to the markets, wir kommen zu den Aktienmärkten, meine Damen und Herren. 7 Monate in Folge. Jetzt die US-Indizes im Plus, auch wenn gestern eine kleine Rallye-Pause war. Hier sehen wir mal, was dann im 8. Monat passiert ist in den letzten Jahrzehnten, nachdem eine 7-Monats-Rallye der Fall war. Dann sehen wir hier Oktober 2017 zuletzt. Da ging es dann in den Monaten gelegentlich sogar weiter saftig nach oben, teilweise über 10%. In nur wenigen Fällen, insgesamt sind es 4, wenn ich richtig zähle, gab es Verluste. Also die Aktienmärkte haben ja die Tendenz, wenn sie gestiegen sind, weiter zu steigen und wenn sie gefallen sind, weiter zu fallen. Derzeit sind sie ja am Steigen, weil man sich sagt, ja okay, das ist ja ein optimales Umfeld und wie dieses Umfeld ist, das ist von Goldman einmal jetzt formuliert worden. Pavlovsche Markets seien das. Sie kennen vielleicht den Pavlovschen Hund, der antrainiert bekommt, dass er immer Speichel entwickelt, wenn eine Glocke läutet, weil er dann praktisch weiß, es gibt jetzt was zu essen. Dann bildet sich bei ihm Speichel, sobald eine Glocke läutet, weil er das assoziiert mit Essen. Und so ist es ein bisschen bei den Märkten auch. Die assoziieren eben Liquidität, schlechte Wirtschaftsdaten mit neuen Segnungen der Notenbanken. Dementsprechend ignorieren sie, dass die US-Daten vor allem, aber auch die europäischen Konjunkturdaten, vor allem die asiatischen Konjunkturdaten immer schlechter werden, sowohl die harten als auch die soften Daten, also
Zum Beispiel Arbeitsmarktdaten sind harte Daten, wo ich eine klare Zahl habe. Softe Daten sind Stimmungsdaten, Verbrauchervertrauen etc. Und dementsprechend reagiert man nicht darauf. Wir sehen hier mal den Nasdaq, 52 Wochen Hochs und 52 Wochen Tiefs. Das ist nicht beeindruckend in der Marktbreite, obwohl wir ja auf Allzeithoch hantieren. Also es ist die Rallye der wenigen, dazu gleich mehr. Und insgesamt sehen wir, dass hier jetzt, wie Sven Hennig beschreibt, wir schon seit 5 Monaten nicht mal mehr ein Wiederanlaufen des 5-Tages-Durchschnitts gesehen haben. Normalerweise tendieren ja Märkte dazu, bestimmte Tagesdurchschnitte wieder mal zu testen, vielleicht da abzuprallen. Zuletzt sind wir am 50-Tages-Durchschnitt mal abgeprallt, dann am 40-Tages-Durchschnitt abgeprallt beim S&P 500. Aber hier der 5-Tages-Durchschnitt, der wird überhaupt nicht mehr erreicht. Es geht immer weiter so nach oben, so tröpfchenweise könnte man sagen. Selbst 2013 bis 2017, auch eine gute Zeit für die Aktienmärkte, war das nicht der Fall. Und jetzt melden sich Erste wie Macrocharts, der in der Regel ein sehr gutes Timing hat und sagt, meine Signale sagen, die Aktienmärkte sind überverkauft. Das ist also eine sehr gute Rallye-Chance. Ich meine, dann fallen die mal 0,2% und dann sind die schon überverkauft. Das ist ein Muster, das wir in den letzten Wochen immer wieder gesehen haben. Da tritt eine Überverkauftheit ein, nachdem die Märkte gestiegen sind, dann mal ein bisschen zurücksetzen, sofort überverkauft. Aber ich nehme es ernst, weil Macrocharts ist, wie gesagt, immer mit einem sehr guten Timing versehen. Jetzt kommen natürlich möglicherweise neue Gelder an den Markt. Der September hat begonnen, ETFs, da fließt neues Geld rein, vielleicht auch wieder in die Fangman-Aktien. Hier sehen wir, dass die kombinierte Marktkapitalisierung der großen Tech-Konzerne jetzt ein neues Allzeithoch bei 10,3 Billionen erreicht. Der Apple ja alleine bei 2,5 Billionen. Zum Vergleich, das deutsche BIP ist 3,5 Billionen. Das amerikanische BIP etwa so 22, 23 Billionen. Das heißt, Apple hat mehr als 10% des US-BIPs. Das würde bedeuten, dass die Amerikaner praktisch 10% dessen, was sie erwirtschaften, in Apple-Produkte stecken. Ist nicht so wirklich nachvollziehbar, wie ich finde. Ist zu teuer, auch wenn das natürlich ein gutes Unternehmen ist, das sehr, sehr gute Gewinne macht. Aber es ist dennoch zu teuer. Und das wird sich on the long run dann auch rausstellen. Aber sei es drum, es wird derzeit eben bezahlt. Man sagt, wir bezahlen alle Preise für Qualitätsunternehmen, egal, weil sonst wird ja das Geld verloren durch Inflation und durch die Aktionen der Notenbanken. Schauen wir uns mal an, was jetzt in diesem Jahr bisher passiert ist. Dow Jones 15,5%, S&P 500 20,4%. Damit alle schon deutlich mehr als letztes Jahr. Der Nasdaq dagegen nicht so viel Gewinn wie im 2020, damals 43%, jetzt nur 18%. Wir sehen Stocks Euro 600, 18%. Wir sehen, dass die chinesischen und insgesamt die asiatischen Märkte schwächer sind, nur 2% im Plus, Gold minus 4%. Entwickelt sich allerdings zuletzt etwas besser als Bitcoin, das 62% noch im Plus ist und Öl 41%. Und hurra, wir sehen auch, dass einige Kryptowährungen wie Cardano, Solana sehr stark im Plus sind. Wir sehen, dass die Trash-Aktien, der Bullshit wieder nach oben gekommen ist im August, GameStop, AMC deutlich im Plus. Wir sehen, dass allerdings Zoom und Peloton deutlich im Minus sind. Zoom auch eine große Position von Cathie Wood, by the way, wie Robin Hood auch. Das ist nicht so gut gelaufen in letzter Zeit. Und die China-Aktien haben weiter Probleme. Cathie Wood war da auch ja dick investiert, hat das aber verkauft. Wir unterschätzen vielleicht, wie hier ein Kommentar bei Bloomberg zeigte, dass China sich jetzt geschieden hat vom Kapitalismus, dass das Kapitel offenkundig unter Xi Jinping beendet ist. Es war ja der Versuch, sozusagen unter der Flagge des Kommunismus eigentlich einen klar kapitalistischen Kurs zu fahren. Dieser Kurs ist jetzt beendet. Wir sehen, dass hier ein massiver Wechsel in Richtung staatliche Planwirtschaft, staatlicher Kommunismus der Fall ist, der sozusagen keinen Raum mehr lässt für freies Unternehmertum. Jetzt neue Maßnahmen, man will die Medikamentenpreise deckeln. Also jetzt kommt sozusagen die nächste Regulatorik. Es vergeht kein Tag, man hat, an dem das nicht passiert mit neuen Regularien. Man hat ja jetzt gegen die verschiedensten Bereiche ist man vorgegangen. Gaming, da dürfen jüngere Menschen nur 3 Stunden die Woche spielen, finde ich grundsätzlich ja gar nicht so schlecht oder würde den unsrigen auch gut tun, ist aber natürlich schlecht durchzusetzen per Regierungsbeschluss. In China geht das. Wir sehen in China, dass Evergrande, ein Immobilienentwickler in Shenzhen,
der größte des Landes, möglicherweise vor der Insolvenz stellt, hat jetzt gewarnt, dass er seine Anleihe Schulden nicht bedienen wird können. Hier unten sehen wir mal die Verbindlichkeiten, mindestens 300 Milliarden Dollar sind das, die derzeit offen stehen und offenkundig nicht bedient werden können. Und wir sehen, dass auch die Wirtschaftsdaten in China sich weiter abschwächen. Kaixin Einkaufsmanager-Index Gewerbe 49,2 statt 50,2 erwartet. Alles unter 50 ist Kontraktion, das heißt, wir sehen eine Wirtschaftsschrumpfung. Das sehen wir auch in Vietnam, 40,2 runtergefallen von 45,1, Thailand 48,3 von 48,7, Philippinen 46,4 von 50,4. Wir sehen also eine Abschwächung generell in Asien, Ausnahmen Malaysia und Indonesien. Und wir werden heute dann um 9.55 Uhr bei Finanzmarktwelt auch Einkaufsmanager-Index die neuen Zahlen aus dem neuen Monat sehen. Was haben wir jetzt? September, gell? Das ist, nach meiner Auffassung ist das September. Und wir waren zuvor bei wirklich guten 65,9, jetzt ist die Prognose 62,7. Aber manches deutet darauf hin, dass die Zahlen schlechter werden dürften. Also die Wirtschaft kühlt weiter ab. Wir haben den Boom bereits hinter uns. Die Aktienmärkte sind noch gut drauf, weil sie sich darauf verlassen, dass eben die Notenbanken weiter stimulieren werden. Und ich will abschließend noch einen Hinweis geben zu einem Artikel meines Kollegen Claudio Kummerfeld. Christian Rieck mit genial einfachen Aussagen zum Mietendeckel und Dividenden. Christian Rieck ist ein Spieltheoretiker, Professor für Finance, den ich, so wie es aussieht, gewinnen kann für die nächste Folge von Boom und Bust. Da bin ich sehr froh drüber, denn das ist ein wirklich großartiger Denker, der eben nicht in diesen Schablonen denkt, in der vor allem Betriebswirtschaftler sich meistens befinden, die dann an der Börse irgendwelche Analysen schreiben, sondern das ist auch geisteswissenschaftlich, kulturwissenschaftlich, all das spielt bei ihm mit rein, das macht ihn so komplex und so großartig. Hier werde ich Ihnen einen Artikel verlinken, eines Videos, in dem er ziemlich einfach, ziemlich klar sehr wichtige Prinzipien erklärt, warum zum Beispiel der Mietendeckel nicht funktionieren konnte in Berlin, warum es okay ist, dass Firmen, die jetzt Gelder vom Staat bekommen haben in der Corona-Krise, dennoch Dividenden ausschütten. Also schauen Sie da mal rein. Christian Rieck ist wirklich ein Erlebnis, ein intellektueller Genuss. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Start in diesen Tag. Ich verlinke das unter dem Video, nämlich das Video von Christian Rieck, und wünsche jetzt einen wunderbaren Start in den Tag und sage Servus und Ciao.